Good Golf heute aus Eichenried. Es gibt ein kleines Special-Video und zwar eine Winning Ugly Match Play Edition. Dann mache ich wieder das Schlagblatt leider auf. Das ist dein berühmter Cut, ne? Ach nee. Oh ja, vor. Grüns lesen, das ist nicht deine Stärke. Ich glaube, es geht sogar erst bergauf, dann bergab, aber sowas siehst du gar nicht. Ich spiele gegen Christian Matchplay. Wir spielen AC, die AC-Schleife hier in Eichenried. Und es ist alles erlaubt. Also Etikette muss natürlich gewahrt werden, also sprich nicht während des Putts quatschen oder so. Aber sonst dürfen wir uns jeden gemeinen Spruch um die Ohren hauen, den es so gibt, der uns so einfällt und den anderen so richtig schön rausbringen. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo dalassen und mal in die Kommentare schreiben, was so die Sprüche sind, die euch am allermeisten nerven auf dem Golfplatz und euch wirklich rausbringen würden. Winning Ugly Matchplay Edition. Ja. Noch Wettspiel. Hast du ein paar gute, Sprüche überlegt? Nee, noch nicht, die werden, aber du wirst mir genug Anlass geben, spontan welche zu finden. Ja? Gewinnst du heute? Eher nicht. Ja, nicht. Da geht schon los. Also Christian spielt von Gelb, ich spiele von Weiß. Der Verlierer muss beim Gewinner unter die letzten 10 Posts auf Instagram was drunter posten. Und der Gewinner darf bestimmen, was das ist. Ist das okay für dich? Also ums Getränk spielen wir sowieso nach dem Spiel. Mir würde es reichen, wenn du bei mir bei 3 was machst. Aber okay, bei dir bei 3, du bei mir bei 10. So Christian, wir sind an der 1. Also ich sag dir noch mal ganz kurz, hier links ist aus, ne? Ja, ja, das weiß ich. Aber du musst auch aufpassen, weil deine Christians Schläge gerade auf der Range sind alle so leicht nach rechts weg. Und einmal hat die Top-Tracer-Anlage auch gesagt, das Sekretariat wurde jetzt informiert, weil Christian alle Bälle auf die 1 gezogen hat. Also sprich nach rechts weg. Da musst du natürlich jetzt auch aufpassen, ne? Gestern habe ich mit Martina Eberl gespielt und mein Handicap noch mal ein bisschen verbessert. Also 4-1 bin ich jetzt, Christian. Ja, deswegen schlage ich von Weiß. Genau, und das ist gleichbedeutend damit, dass du als haushoher Favorit natürlich ins Rennen gehst. Ja. Und alles andere müsste als ein Sieg dich wahrscheinlich massiv verloren sein würde. Ja, das stimmt. Und ich kann natürlich völlig befreit aufspielen. Jetzt weiß man immer die ganze Zeit nie, gehört es jetzt schon dazu zum Matchplay-Zerstörung. Leider sehr gut. Der liegt da ziemlich perfekt. Baumgruppe. Ja, der liegt da zwischendrin. Ja. Das Gute, Christian, da lag Hao Tong Li auch bei dem BMW oben. Aber der hat von ein bisschen weiter hinten noch geschlagen als du. Das ist natürlich die erste geile Entscheidung, aber ich versuche den auf gut Glück geradeaus flach durchzupressen. Oder was du wahrscheinlich jetzt gerne sehen möchtest. Aber ich glaube, der wird hier irgendwie links vorbeigelegt. Schlägerball. Ich habe ein Sechsereisen genommen, damit ich den nicht hier direkt in die Baumkrone setze. Aber kannst du nicht so ein bisschen, also ein Wedge nehmen und ein bisschen deloften? Ja, kann ich auch einfach ein Sechsereisen nehmen. 120 habe ich. Da nehme ich das Approach Wedge und versuche den auch wirklich unten auf dem Grün landen zu lassen. Das ist ja lang genug. Oh, der wäre genau auf der Linie gewesen, ha? Das ist natürlich ein nices Paar, Christian. Du musst den jetzt machen zum Teilen. Den werde ich jetzt traditionell natürlich kurz lassen. Yes! So baut man nämlich Druck auf, spielerisch. Nee. Ah, der ist natürlich geschenkt. Christian, ne? Das spielt ihm jetzt in die Karten. Also wir haben ja eine kleine Matchplay-Historie, Christian und ich. Und meistens gewinnt Christian, weil er einfach so ein, in Bayern würde man sagen, ein abgewichster Hund ist. Also er ist halt einfach nervlich schon stark, muss ich sagen. Und ich bin so ein bisschen das Gegenteil. Und meistens ist es so, dass ich gewinne die ersten 3-4 Löcher und Christian sich dann zurückkämpft. Weil man muss dazu sagen, du warst ja mal ein richtig guter Sportler, ein richtig guter Hockeyspieler. Ja, richtig gut. Würden nicht viel unterschreiben, aber das war okay. Nicht? Aber zu unserer Historie, das war ja nicht immer so, dass du 3-4 Löcher, sondern du hast ja sozusagen immer, bist gerne mal mit einer Führung auf die Becken eingegangen, um dann den quasi möglichen Sieg vor Augen dann dir doch noch die Windeln dann voll zu machen. Und dann ja, okay. Ich merke schon, das sind jetzt schon wieder so die ersten kleinen Sprüchlein hier von Christian. Die bringen mich heute aber gar nicht aus dem Konzept. 155 habe ich. Christian meinte, er hätte 148, aber das kann hier eigentlich nicht sein, weil sein Abschlag so viel weiter vorne ist. Muss ich auch mal festhalten, ne? Also Christian schlägt immer von so viel weiter vorne ab als ich. Gut, wer das braucht. Ich will den jetzt hier so reincutten. Oh, da bin ich gespannt. Das ist natürlich mutig, sogar auch noch den Shape mit anzusagen. Da schauen wir mal. Ja, da ist doch der Cut. Der kommt tatsächlich. Aber ist kurz, oder? Zu lang.
Zu lang, ne? Wow. Willst du wirklich von da abschlagen? Ich meine, du hast ja so einen breiten Abschlag. Du könntest auch weiter rechts gehen, aber du machst es bewusst, oder? Dass du die Bäume da links drin hast. Okay. Ja, das ist eher der leichte Draw, aber... Könnte auch kurz sein. Ein durchaus anspruchsvoller Chip für den Kollegen Benesch hier. Man muss hier, ich kann ja schon mal rüberschwenken, ich weiß nicht, ob man sieht, man muss hier nämlich über den Hügel und dann bergab. 58 Grad habe ich natürlich. Lass den auf dem Hügel aufkommen. Ach Gott. Da filme ich gern hinterher. Da musst du gar nicht schwenken. Moment, der kommt noch. Der kommt da wieder zurück. Rollt vom Grün wieder. Ich weiß nicht, ob er auf dem Grün bleibt. Na, so gerade. Du, ich lass mal laufen. Lass mal laufen. Das gucken sich alle gern noch mal an. Oh, der war voll knapp. Christian, leicht bergauf geht's. Geht natürlich bergab, aber ich wollte ihn verunsichern. Ich glaube, es geht sogar erst bergauf, dann bergab, aber sowas siehst du gar nicht. Den willst du wahrscheinlich nochmal sehen. Den will ich sehen, ja. Da hat er den Druck aufgebaut. Also, das ist jetzt die 4. Christian, wenn du jetzt noch zweimal von da pattest, teilen wir. Just saying. Das ist richtig. Ja, der reicht. Der reicht. Schön. Ausgleich. Wieder Mitte Fairway. Ja. Sehr schön. Thank you. Ja, der ist super. Der kommt zu meinem. Gut. Ist halt wahrscheinlich wieder kürzer. 172 haben wir und Gegenwind. Also ich ziele ja Mitte Fairway. Nee. Dann mache ich wieder das Schlagblatt leider auf. Das ist dein berühmter Cut, ne? Den du immer so gern spielst. Interessanterweise, weil es heute ein bisschen an die Psyche geht hier bei uns im Matchplay. Heute ist tatsächlich World Mental Health Day. Ist so? Ja, das ist der Grund, warum ich heute frei habe. Also klingt jetzt komisch, ohne das in den Kontext zu geben, aber wir haben als ganze Firma heute frei. Aber ja, tatsächlich, deswegen, also wir geben es uns am World Mental Health Day jetzt nochmal. Also einer von uns wird gebrochen nach Hause gehen heute. Aber das entspricht ja dann nicht der Idee dieses Tages. Nee. Was hast du denn gelasert jetzt, Christian? 134. Okay, spielst wie? Gut. Oder? Nein, du weißt, es geht bergauf, Gegenwind und so. Also ach so, ja, das habe ich natürlich alles schon längst in der Schlägerwahl mit einberechnet. Oh, ja, und zu weit rechts auch nicht, ne? Zu weit rechts, da ist ein Bunker. Hoppala. Ja, da ist er jetzt auch drin, glaube ich. Ja. Gut, bleibt spannend. Ich habe jetzt einen Chip hier vor mir. Also ich nehme es 54 Grad. Und der muss da ein bisschen so zwischen Fahne, in der Mitte, würde ich sagen, aufkommen. Und der ist zu kurz. Viel zu kurz. Ich hatte noch überlegt, ob ich dich nicht vor der Welle hier noch mal warnen soll. Ja, die sehe ich ja, das weiß ich ja. Da wollte ich auch nicht hin. Ich wollte ihn viel weiter spielen. Ach nee. Oh ja, vor? übers Grün hinaus. Ja. Das ist natürlich jetzt gut für mich. Ja. Oh, oh, oh. Ach, da bleibt er auch hängen. Immer noch zu kurz. Naja. Wie viel Putts hast du jetzt zum Loch gewinnen? Ich glaube einige. Fehlt aber auch ein bisschen der Mut. Ich glaube, die Länge war gar nicht so blöd, aber ich habe den ein bisschen gepusht. Würdest du jemals bei einem zu kurzen Putt sagen, dass er von der Länge, okay, also er ist auch zu kurz. Aber meiner ist natürlich geschenkt zur 5. Christian zählen wir gar nicht. Yes! Das ist auf jeden Fall Lochgewinn. 2-1. Ich nehme jetzt mal 3 Holz. Hab hier jetzt gerne ein bisschen mehr Länge und würde gerne da so einen schönen Draw spielen. Was ist denn der Draw in das Wasser da? Oder? Nee, ins Wasser komme ich nicht. Ich überlege gerade, wieder rechts starten und dann nicht ins Wasser gehen kann mit dem Dreierholz. Na, schauen wir mal. Also, ich greife das Holz 3 ein bisschen kürzer, nehme so ein bisschen Länge raus. Er startet Richtung Birke, kommt dann links davon runter im Idealfall. Er bleibt rechts, aber in dem Fall jetzt gar nicht so verkehrt. Ich wollte gerade sagen, wenn du dir einen hättest aussuchen können, wäre es der doch gewesen. Ja. Den lege ich jetzt genau hinter diese Birke da hinten, um dann nicht weiterspielen zu können. Aber Christian braucht das, der muss sich so einen Scheiß immer einreden. Bisschen weiter links, aber der sollte passen.
Ah, sei lang genug. Rechts, ne? Christian, würdest du schnell lasern für mich, bitte? Sehr gerne sogar. Sehr gerne. 42. Wirklich? 77. Vielleicht 77. Ja. Der Cut, ne? Ja, stark. Sauber. Danke. Gut, geschenkt. Danke. Stark. Das musst du dann auch anerkennen, ne? Du, absolut. Alles andere wäre... Da bin ich aber auch so. Also ich würde dich auch feiern für ein Birdie. Yes! Zwei auf! Ich drive, wir haben Gegenwind. Und ich liege zwei auf. Das irritiert mich gar nicht, Christian. Zumindest meine richtungstechnische Ansage. Er ist durch. Meine richtungstechnische Ansage. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Der ist hinterm Baum. Ja, ne? Christian hat gerade zu mir gesagt, ich würde wieder steiler aufschwingen. Und meinte es aber gar nicht so. Jetzt beginnt schon diese kleine psychologische Kriegsführung. Ah, auch oh, rechts. Oh, oh, oh. Ich schau mal mit. Ich laufe mal hier rum. Ja, wenn wir Glück haben. Aber das ist hoch da, ne? Ja, aber ist das rot oder nicht? Ich sehe nur, nee, dem Rot ist er nicht. Ne? Christian, was würdest du sagen? So auf Skala von 1 bis 10, mentale Stärke, bist du wo? Ja, man muss ja, also wenn man das jetzt ernsthaft beantwortet, wenn wir gegeneinander spielen, bin ich ja immer in der wahnsinnig... So unfassbar. Christian ist wie so ein Fußballer. Ich stelle ihm eine Frage. So, sag mir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark du mental bist. Und Christian schafft es, 3 Minuten zu antworten, ohne aber die Frage zu beantworten. Ja, aber du schaffst es auch wie im Job dann nicht die richtige Nachfrage nochmal zu stellen. Ach so, ja, ich kann dich ja nicht unterbrechen. Ich habe Christian gerade beim Ballsuchen geholfen, wollte ich gerade irgendwo hingehen und sagen, ah, hier ist er! Nee, doch nicht. Das dabei, ist immer so gemein. Du hast ihn versehentlich gefunden? Ich habe ihn versehentlich gefunden. Nein, aber sowas macht man ja nicht. Das aber fiese Lage, oder was? Das ja, ist Ryder Cup Lie. Der ist hier so hier hoch. Ich komme da, glaube ich, gar nicht richtig unten. Flyer-Gefahr. Ah. Ja, gut. Handgelenk kaputt. Und weiter im Rough. Ah, schade, Christian. Schade. Ja, wieder ein bisschen links. Aber. Bisschen zu lang auch. Naja. Ah, go. Ja. Passt. Am Grün. Ja, der ist gut. Ist geschenkt. Danke. Okay. Oh. Das ist jetzt der Putt zum Loch gewinnt quasi, gell? Ja. Ich sag interessiert nicht, in welche Richtung, Kommentare, ihr habt alle Ryder Cup geguckt. Ricky Fowler hat den geschenkt. Ja, aber Team Forsten Reed ist ja schlauer als Team USA. Bei ja. Deinem Puttvermögen wäre das ich auch ein mehr als großzügiges Geschenk. Ich würde den auch nicht schenken. Also ich habe mich gerade auf jeden Fall verlesen, aber ich jetzt nicht sagen würde, in welche Richtung. Da vertraue ich dir schon gleich 3- und 4-mal nicht, weil Grüns lesen, das ist nicht deine Stärke. Sehr gut. Schaust du ab und zu die Videos? Ja, also jedes mehrmals. Ganz viele Views, also Viewzahlen sind von Christian. Christian, komm mal bitte her. Ja, du zahlst mich ja, als quasi, ich bin ja wie so deine kleine du bist mein Zeit Klick, deine Klickfarm. Ich sitze ja den ganzen Tag nur zu Hause. Sag mal kurz bitte, dass die Leute ganz dringend, komm ein bisschen näher, ja. Ganz dringend ein Abo dalassen sollen, weil 60% der Leute, die die Videos gucken, also von euch, haben den Kanal noch nicht abonniert. Das ist krass. Die Glocke aktivieren müssen. Genau, und ein Abo dalassen. Und ein Abo dalassen. Bitte. Bitte. Es wird ihm so gut tun. Ja, aber der ist nicht gut. Geh durch, geh durch, geh durch. Ah, da ist er. Oh, der liegt auf der Seite hier vom Wasser. Ah, nicht schön, aber. Nicht schön, aber. Story of your life. Besser als deine. Story of your life. Ja. Du elender Glückspilz, dass auch der da noch weitergeht. Das gibt's ja, was war das denn? Naja, immerhin hast du durch die Lücke gespielt. Ah, Mist, jetzt geht schon los hier, das Rattern. Ratter, ratter, ratter. Der war nicht gut. Ja, der war gut.
100 Meter genau. Das ist aber ein tückischer Schlag, weil... Kurz Wasser, lang Wald. Kurz Wasser, lang Wald, ja. Ja, Mann. Das schaut gut aus. Boah, ist ja stark. Sehr schön. Oh, der ist ein bisschen fett, ich glaube, ganz gut, ist aber links dass lang. Der fett war. Weil sonst wäre der noch weiter geflogen. Naja, war tatsächlich... Was hast du denn dabei gedacht? Oder was wolltest du tun? Ich wollte ihn rechts von der Fahne anspielen. Also so wie ich. Schaut mal, wo meiner aufgekommen ist. Echt nicht schlecht gewesen. Das war eine gute Annäherung, hatte ein bisschen Backspin. Ah, der ist weit. Ah, der geht die Welle wieder runter. Ja. Er ist zu weit. Ich glaube, da musst du noch mal, Christian. Der ist zu kurz. Boah, jetzt kommt aber auch alle Fehler, die man nur machen kann. Den schenke ich dir jetzt aber. Ah, biegt vom Loch ab. Ja, ist geschenkt. Zur 6. Ja. Du die 7, oder was? Ja, ja. Ich spüre das heute. Heute bringt mich hier nichts aus der Ruhe. Ich spiele das jetzt ganz solid weiter. Schlagblatt offen wieder. Mist. Ist in dem Fall nicht schlimm, aber nervt. Auch da, noch weiter rechts sogar. Gehen wir jetzt da das 9er Eisen. Versuche den hier so oben drüber und dann reindrawen zu lassen. Der liegt da hinterm Wasser, ne? Ja, ich hoffe, dass er nicht rein ist. Was war passiert? Ich habe meinen zweiten ins Wasser, Baum getroffen, zurück ins Wasser. Liege jetzt auf 4 auf dem grünen Pin High. Christians dritter kommt jetzt. Oh Gott. Ui, weggepresst. Jetzt vielleicht auch noch mal spannend. Oh, den hast du gut gespielt. Nee. Ui. Boah, ist der schlecht. Der ist geschenkt. Nein. Huh. Aber da war auch, ohne sich noch mal zu konzentrieren. Das war jetzt der mentale Sebi, wie er leibt und lebt. So schön den Doppelbogey-Putt am Loch vorbeigeschoben und Christian so ein Comeback ermöglicht. Zum Lochgewinn. Also nicht mehr 4 auf, sondern 3 auf. Christian freut sich natürlich. Mit dem Double Bogey bin ich besonders stolz. Der ist leider Bunker gefährdet. Oh, der ist wieder raus. Der liegt zwischen den Bunkern, oder? Zwischen den Bunkern, ne? Schläger? Links. 6 oder was? Ja. Boah, ist der schlecht. Ist der schwach. Das ist die Chance für Christian. Sit! Oh, der ist weit. Roll noch, roll noch, roll! Und Nein! Ah, schade. Ist das bitter. Wieso fällt der nicht? Ah, der bricht ab. Oh, ist der schlecht. Oh, den müssen wir sehen. Wobei, eigentlich ist der frech, dir den nicht zu schenken. Aber ich will sehen. Gut, so. 4 und 4. Ziel ist der kleine Baum da geradeaus. Ja. Oh Gott, der war nix. Also ich hoffe, dass ich den ersten finde, aber spiele jetzt mal einen provisorischen. Der ist besser, aber der ist im Bunker. Huh? Ich ziehe ihn genau zu dem Baum da. Ah, ist kurz genug. Ah ja, reicht. Die Leute links auf dem Weg hast du gesehen, ne? Die Leute links auf dem Weg habe ich gesehen. Und auch hinterm Grün geht jemand lang, da muss jetzt. Ich auch gesehen, ja. So ein 137, ein bisschen bergauf. Das ist schon immer ein besonderer Druck, da nochmal auf die Clubhausterrasse zu, ne? Die Zuschauer. Ja, volle Kanne. Ich spiele jetzt hier das 9er Eisen. Der muss 9er. Jetzt quasi muss ins Loch. Und den Baum direkt vor dir? Ich.
Gott im Himmel. Der war nicht so gut. Goodbye. Auch lang. Und der rollt jetzt aber sauber drüber. Der ist geschenkt, Christian. Loch für dich. Aber wie? Aber wie? Also das letzte Loch war jetzt zum Vergessen, zum Abhaken. Also wir halten mal fest, so die ersten 6 Löcher haben wir eigentlich ganz ordentlich gespielt. Das heißt, du bist jetzt nur noch 2 down. Ja, das widerspricht natürlich komplett meinem Matchplan. Weil du wolltest 4 down, also mit 4 down auf den zweiten Morgen gehen. Umso höher man hinten liegt oder umso höher jemand führt, umso schmerzhafter natürlich anschließend die Niederlage. Also bist du nach wie vor sicher, dass du heute gewinnst? Ja, absolut. Absolut. Okay. Absolut. Gut. Ich bin mir auch sicher, dass ich gewinne. Ja. Ist ein bisschen kurz. Boah. Und wie zu kurz, ey. Boah, die sind aber alle auch so schlecht. Bunker. Boah. So ist es. Der spinnt leider ein bisschen. Oh ja. Spin. Beiß. Ah. So, jetzt wird's spannend. Zu 4. Mach da! Sauber. Deutschland ist stabil. Da darf ich jetzt noch nicht. Nee, aber das gibt dir ja die Zeit, darüber nachzudenken, dass du, als wir das letzte Mal hier gespielt haben, da rechts in der Baumreihe so ein bisschen deinen ersten mentalen Zusammenbruch der Runde hattest. Hatte ich, gell? Und danach muss man sagen, können wir alle froh sein, dass die Kamera dass weder Mensch noch Material. Hatte ich da die Kamera dabei nicht, gell? Nee, leider nicht. Da gibt es keine Beweise. Das, was Christian jetzt hier sagt, stimmt nicht. Weil das wäre nochmal ein Schulungsvideo zum World Mental Health Day geworden. Oh je. Also der Slice war es nicht. Er ist runtergekommen. Rechte, was war das denn? Rechter Rand. Ich habe ihn gesehen. Guter Schlag. So, 2:18, leicht Rückenwind. Hinter uns haben sich gerade 2 beschwert, dass wir wieder so langsam seien. Aber wir haben 4er-Flight vor uns. Hinter uns sind nur 2er-Flights. Also wir warten jetzt gerade auf den 4er-Flight. Aber hinter uns haben sie gesagt, dass wir zügig spielen sollen. Das ist nämlich das, was Druck auf mich ausübt. Die Jungs waren auch nicht ganz günstig. Die habe ich ja schon vor der Runde, vor der Runde angeheuert. Das hat Christian sich ausgetüftelt. Ja, das ist mein Onkel Hubert. Der war gar nicht so verkehrt. Ja, ein bisschen rechts, aber. Ich nehme jetzt 48 Grad und spiele den an den Stock, damit ich mal wieder ein bisschen Druck hier ausgeübt bekomme. Ja, hat funktioniert. Sehr geil. Piu, 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 piu. Oh ja. Jetzt wird das hier noch mal spannend. Also ich nutze auch sehr konsequent keinen Fehler von dir aus. Ja, Christian, jetzt geht schon die Düse, gell? So ein bisschen. Stell dich meinen Schatten hier im Loch. Kann man natürlich auch mal so stehen bleiben. Nee, Etikette. Oh, wow. Den kann ich dir noch nicht mal schenken. Boah. Das heißt, ich kann jetzt wie viel? Ja, kann, weiß ich nicht. Ganze. Mach da. Mach da. Stabil. Nächstes Paar. Back-to-back-Paar. Hier auf, Christian. Bei wie vielen Löchern noch to go? Sieht gut aus, ne? Muss man jetzt eigentlich schon nach Hause bringen. Ich lass mich von Christian heute nicht verunsichern. Psychisch. Mensch, Florian. Der liegt da genau. Genauer spielen kann man den nicht. Geht hin, schlägt und total cool, sagt er mir, was für ein Schläger das war. Da konnte mit dem 7er Eisen wirklich gar nichts mehr passieren. Das gibt es nicht. Das ist so geil. Es hat jetzt fast schon Tradition, dass Leute hier in Eichenried immer hinter uns vorne im Clubhaus anrufen, um sich zu beschweren.
Weil es ist natürlich immer der schuld, der die Kamera in der Hand hält in dem Fall. Aber dass wir hinter einem Vierer-Flight herspielen und hinter uns nur Zweier-Flight sind, also irgendwie ist das ja belustigend. Und ich habe es zu Christian gerade schon gesagt, das ist eigentlich, dass der Christian kann alles sagen, was er will eigentlich. Das setzt mich nicht so unter Druck wie dann solche Leute. Es gibt doch genau zwei Dinge, die einen deutschen Golfer, also die auf einer Runde passieren müssen, damit es eine gute Golfrunde war. A, man muss möglichst schnell wieder runter sein vom Platz und B, man muss bei wem anders einen Fehler gefunden und gemeldet haben. Ansonsten ist das keine gute Golfrunde. Oh Mann, ey. Oh, die Lage. Bescheiden. Bist du da überhaupt noch im Kamerabild da hinten? Ich glaube nicht. Nicht schlimm. Sit. Aber wenn er spinnt, ist der hübsch. Aber spinnt halt nicht. Lauf. Oh, oh. Wird's doch noch mal spannend. Boah, das ist aber auch... Also so kann man dann auch schlecht ein Matchplay gewinnen mit solchen Dingern. Muss ich den schon wieder reinmachen, um das Loch noch zu gewinnen, ne? Boah, den macht er nicht. Oh Mann, Christian. Christian hat davon gesagt, er spielt lieber solche Matchplay-Formate dann auch so beim Hobbygolfen, also beim Spaßspiel, als Zählspiel-klassisches. Was spielt ihr denn lieber? Vielleicht kennt ihr ein paar coole Formen, die man noch spielen kann. Fällt dir noch irgendwas ein? Die scramblen alle nur. Nee. Ach Gott. Auch rechts. So, 113. Ja, das ist jetzt so eine ganz schwierige Distanz, finde ich. Ein bisschen Gegenwind, okay. Da würde ich also im Zweifel die kürzere Variante hier nehmen. Nee, im Zweifel die etwas längere. Weil wir haben ja einen Wassergraben. Also da lasse ich mich von Christian jetzt hier wieder gar nicht blöd verunsichern. Ich spiele das Approach Wedge. Die hören sich alle so komisch an. Also der ist Anfang grün. Zu lang. Oh, der hat Speed. Und bleibt unterm Loch und das ist natürlich dann doof. Ah, fast das Birdie. Nee. Rollt er über die Kante. Ist natürlich geschenkt zu 6. Das heißt aber, jetzt bin ich 5 auf. Ja. Bei noch 5 to go. Perfekt. So, das ist natürlich jetzt ein luxuriöser Vorsprung. Wir gehen jetzt auf die C5 und ich bin 5 auf. Yes! Jetzt mache ich den Christian so richtig platt. Wo ist denn der hin? Siehst du den noch? Ja, der links in dieser Baumreihe. Ah ja, 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 der passt. Dann spielen wir da so ins Licht. Ah ja, der den war. Hätte ich schöner gar nicht hauen können. Passt. Christian, passt. Ja, danke. Upsi. Hat sich gut angehört. Das ist die Wende. Das ist die Wende. Ist das die Wende, Christian? Das ist die Wende. Nein, und dann bounced der doof. Schade. Oh, der passt. Der schaut gut aus. Ist natürlich geschenkt zum Paar. Nee, der bleibt stehen. Oh nein! Der eine Fehler, den man machen kann, ihn zu kurz lassen. Oh nein! Ja, sehr schön. Ein bisschen links, aber passt. Gesehen? Ja, ich weiß nicht, ob er nach oben ist. Also der ist, kann sein, dass er hinten runtergerollt ist vom Grün. Schläger, Distanz? 9er Eisen, bisschen zu kurz. Puh. Ja, der passt.
Aber den hast du sehr gut gespielt. Die sind einen halben Meter zu weit weg. Bisschen Meter lang. Zu weit weg. Oh. Boah, rollt der noch weit. Oh. Hast du dir geschenkt? Schade. Ja, ja. Nee. Oh, what a pity. Mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke, danke. Endlich gegen Christian gewonnen. Und das drei Löcher vor Ende. Yes, das gefällt mir jetzt natürlich. Habe ich gewonnen? So ugly war das jetzt auch gar nicht. Also ich habe jetzt sogar, so gemein waren wir irgendwie beide nicht zueinander. Ich hatte gedacht, dass wir uns dann noch viel, viel mehr Sprüche irgendwie um die Ohren hauen. Aber dafür sind Christian und ich halt beide nicht gemacht. Wir sind einfach viel zu lieb, ne? Christian. Ja. Christian liebt Gänse. Das höre ich immer wieder. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt mal Instagram checken und die letzten 10 Instagram-Posts euch angucken. Weil wenn das Video draußen ist, dann hat Christian natürlich schon fleißig gearbeitet und die 10 Fotos kommentiert. Und ihr könnt ja mal überlegen, welche 5 Kommentare von mir sind und welche von Christian. Also wahrscheinlich werdet ihr das schnell rausfinden. Christian, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Danke, tschüss. Lasst ein Abo da. Gut Golf. Ne? Auf jeden Fall, weil 60% sind keine Abonnenten. 60% sind keine Abonnenten. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Liebe Grüße aus Eichenried. Kommt her. Platz ist sensationell. Ciao, gut Golf.